Teil 2, Fidja Bambold, liebste Bücher 2022. Diesmal zeige ich es schon direkt. Und zwar, wir warten auf Weihnachten mit den schönsten Wintergeschichten aus aller Welt. Und Betonung liegt in dem Fall auch aus dem Knesebeck Verlag. Das ist ein besonderer Verlag, der ja auch für Erwachsene tolle Bildbände rausbringt, fantastische Sachbücher. Aber das ist jetzt kein Sachbuch. Während ich das hier vorstelle, ist es draußen schon dunkel und hier drin ist es sehr warm. Aber draußen wird es langsam kalt und ich gehöre zu denen, die das wunderschön finden, weil der Winter eben nicht nur kalt und früh dunkel ist, sondern es ist genau die Zeit, in der man sich mit solchen Büchern richtig lange und schön abends aufs Sofa knuddeln kann und irgendwie noch einen schönen Tee und wir haben hier schon Plätzchen da hinten, also süße Sachen nimmt. Und dann schaut man solche Bilderbücher an. Als ich ganz klein war, ich schieb mal gerade was anderes nach vorne, ich habe es nämlich heute aus dem Regal gezogen, weil daran musste ich sofort denken, hatte ich so ein Heftchen, das hieß Erzähl mir was von Weihnachten. Damals gab es so eine Reihe und was ich da so geliebt habe, und genau das habe ich jetzt wiedergefunden, war, dass das Winter- und Weihnachtsgeschichten waren und eben Geschichten aus aller Welt. Und es waren völlig unterschiedliche Typen, die da vorgestellt wurden. Es waren realistische Geschichten, fantastische Geschichten, richtige Märchen. Es war so eine schöne, bunte Mischung. Und manchmal fehlt mir diese bunte Mischung. Und dann habe ich mir dieses Buch hier angeschaut und dachte, oh ja, genau das ist es. Und das Tolle ist, es ist auch nicht nur Weihnachten, sondern eben auch Wintergeschichten. Allein das Vorsatzpapier ist ein Träumchen, ja, also das ist schon direkt so dieses strahlende, irgendwie kalte und trotzdem faszinierende Blau und Weiß, überall kleine Sternchen und man kommt schon so direkt in Winterstimmung und es ist wirklich unheimlich schön erzählt, es sind wunderbare Illustrationen, also ganz stimmungsvoll. Hier haben wir zum Beispiel eine Geschichte aus Norwegen, dann zum Beispiel ganz anders, und das macht es eben so unheimlich reizvoll, eine Geschichte aus Japan. Eine ganz tolle Wintergeschichte, in der ein Tanuki die Hauptrolle spielt. Oder eine Geschichte aus der Ukraine, die Geschichte heißt Der Handschuh, da sammeln sich ganz, ganz viele Tiere. Es geht immer so weiter und es sind sogar zum Beispiel Geschichten, man denkt bei Winter, denkt man so an die Kälte, aber da ist zum Beispiel auch ganz bunt Mexiko dabei. Also es ist, ne, man wird wirklich in ganz andere Bräuche auch reingeführt, in ganz andere Wintergeschichten. Ich weiß noch, dass ich damals vor allem, als ich klein war, die Geschichte über Australien und den Weihnachtsmann, der sich nämlich leider dorthin verirrt, geliebt habe, weil es da halt eigentlich ganz heiß ist. Oder aber hier auch aus dem Harz. Ich muss zu meiner Schande gestehen, was es mit den silbernen Tannenzapfen auf sich hat, habe ich nicht gewusst, ich gebe es zu. Ich bin kein Harzkind, hier habe ich es gelernt. Und vielleicht, um noch ein Bild zu zeigen, das ich auch ganz, ganz toll fand, was ich mir vorgenommen habe, das muss ich in meinem Leben irgendwann sehen, das ist das Polarlicht. Und es gibt Sibirien, Grönland, wir haben England auch dabei, also ganz, ganz viele Länder und ich sag mal so ungefähr ab 5 Jahren und wirklich, sie werden so richtig schön in die ersehnte Winter-Weihnachtsstimmung kommen. Also ganz, ganz toll gemacht und ich wünsche ganz viel Freude damit. Ja. Wie viele Geschichten sind das? 18 Geschichten. Es sind also nicht 24 Geschichten, es sind 18 Geschichten. Also, aber die sind so toll. Bestimmt liest man bestimmt gerne nochmal. Also ich glaube, das ist, es ist kein richtiger Adventskalender, aber fast, nahezu. Ja. Ja, genau. Also wirklich ab 5, das ist so das Früheste, würde ich sagen, auch so von der Sprache her, aber dann wirklich bis groß. Also ich glaube sogar, wenn man als Erwachsener zusammensitzt und Lust hat auf schöne Winter-Weihnachtsgeschichten, ist das ganz traumhaft. Also auch Nussknacker und sowas ist auch dabei, auch die Schneekönigin, aber halt eben auch ganz frische andere Geschichten. Boah, zauberhaft.